Achieved with CryEngine. In Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. CryNet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit könnten Transportwege wurden gesperrt. Zellversuche. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder verabschieden. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Schwertfisch 3, Ihren Status bitte. Hier Schwertfisch 3, halten Position auf Punkt Süd 1, Periskoptiefe. Roger, bestätige Punkt Süd 1. Schwertfisch 3, irgendwelche sichtbaren Aktivitäten an Ihrer Position? Negativ, Zentrale, keine sichtbaren Aktivitäten. Hier ist tote Hose. Schläft der Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzunehmen. Ruhig Blut, Marine. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwör ich. Das kann ich. Runter von mir! Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit einem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auf? Was zum Teufel war das? Raus hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Schwerer Schaden in Austausch! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sinken! Hat's nicht geschafft. Alcatraz war der Letzte. Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren.
Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, aber noch steht sie. Sture Schlampe. Hey! Was zum Teufel? Feinde! Wo ist das U-Boot? Haben die verdammten Seth denn alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ghoul zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Integriere neues DNA-Profil. Initialisiere. Mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhängeschloss. Prophet? Hier ist Gold. Hören Sie mich, Mann? Prophet? Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Sie, Prophet. Cell suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Yeah.
System Override. Was war das? Tarnfeld aktiviert. Eins würde ich gern wissen. Warum ist Locker so scharf? Er hat doch eine Menge andere Scheiße am Arsch, oder nicht? Der Anzug ist ein enormes Tarnfeld aktiviert. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich habe gehört, dass Locker dein Nanosuit-Typen. Das heißt, dieser Prophet ist durchgedreht und hat einige der Nanosuit-Typen erledigt. Lockerts Neffe war einer davon. Prophet hat ihn regelrecht zerlegt. Nein, so war das nicht. Lockhart war von Anfang an gegen das ganze Nanosuit-Programm. Er hat der Sache nie vertraut und immer gesagt, dass es schiefgehen wird. Lockhart hat den Direktorium. Prophet, hören Sie. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Verlasse das Castle über das Dach. Zentimeter nach Prophet durchkämmen. Das Gelände ist abgeriegelt. Er muss irgendwo im Park sein. Das Notfallteam ist gestern abgezogen. Also ist alles, was sich bewegt, ein Ziel. Kobalt 3 und 6, die Zelte überprüfen. 4 und 2, die Küste absuchen. Wir übernehmen das Castle. Roger, rücken vor. Weiter so. Er ist dort oder draußen. Ist alles sicher. Prophet, hier sind überall Zellen. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich! Bewahren Sie beim Alarmton Ruhe. Sie werden zur sofortigen Behandlung in einen separaten Bereich gebracht. So viel zur Eindämmung, armes Schweine. Ja. Die Jungs hatten nie eine Chance. Haben Sie die Leichen gesehen? Geschmolzen und so? Meine Güte. Tarnfeld aktiviert. Nähere dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Also, wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie nicht gerade in Kalifornien leben. Aber da täuschen Sie sich. Erhöhte seismische Aktivitäten in den gesamten Vereinigten Staaten betreffen in den letzten 3 Jahren auch Gegenden, in denen man eine Erdlage aus dem Staat New York berichtet und Michel Sico, die Bewohner des Staates New York, leben seit Jahrzehnten. Versuche System Neustart. Erstsäuberung aktiv. Erstsäuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Warnung. Fremdschadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstüren auf.
Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SAP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Sehen Sie den Eingang zur U-Bahn. Prophet, die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ich kriege Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter Ihnen. Seien Sie bloß vorsichtig. Oh, Scheiße! Runter von mir! Runter von mir! Verdammt! Alles Menschenmögliche getan. Ich habe mich um alle gekümmert. Aber jetzt werde ich Gott ins Gesicht sehen. Auf sowas muss man vorbereitet sein. Sauber muss man sein. Vor allem in dem Wind. Denn das ist. Und ich habe getan, was ich konnte. Ich habe was gesehen. Ah! Mann am Boden! Es ist ein Nest! Raus da, Prophet! Finde eine alternative Route. Verdammt! Terroristen, Mann! Muss so sein! So eine afrikanische Dschungelscheiße wie Ebola! Mit einem Sprühflugzeug oder so. Sehen Sie mich an! Na los! Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Cell-Zusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Wow, die Alien-Bedrohung nähert sich. Overside 1, der fliegt. Haben Sie direkt vor der Nase. Roger, bleiben Sie dran. Holen Sie ihn runter. Unterwegs. Dann gibt es Treffer bestätigt, wir gehen schnell runter.
Bestätigt. Stellung halten. Wir kommen. Prophet, sehen Sie das, Mann? Sehen Sie das? Muss weniger als ein Block von Ihrer Position entfernt runtergegangen sein. Sie wissen, was das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Vergessen Sie die Exfiltration. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Das ist die Gelegenheit, die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Prophet. Erreiche die Absturzstelle und beschaffe Xenogewebeprobe für Ghouls. Ausgestiegen. Überprüfen Sie die Fluchtkapseln. Wir suchen Gewebeproben, eine tote Besatzung, irgendwas in der Art. Ich suche die Alien schon. Sichtkontakt verloren. Oh, verstanden. Weiter. Überprüfen Sie diese Kapseln. Die Tech-Typen wollen von allem Proben. Bewegt sich unten irgendwas? Nein. Auf den Scannern ist auch nichts. Sie sind wohl vor dem Aufprall ausgestiegen. Und zum Teufel sind Sie dann hin? Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Sind Sie da, Prophet? Wir müssen da rein und Proben aus dem Wrack holen. Wir suchen nach Leichen, nach jedem genetischen Material, das Sie finden können. Finde einen Weg ins Wrack. Ziel verloren. Verstanden.
Okay, Sie sind drin. Scannen Sie den Rumpf. Finde einen Weg ins Wrack. Analysiere das biologische Material. Oh Mann! Das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann! Das war's. Jetzt nichts wie raus da, Prophet. Richtung FDR. Bringe Xenogewebeprobe zu Gurt. Begib dich über den FDR-Drive zu Gurts Labor. Was sie gemacht haben, aber das Anzugsignal dreht völlig durch. Chaotische Werte. Ich habe hier Interface-Protokolle über alle Laborsysteme und einige biotechnische Patentunterlagen. Alle mit Hargreaves Namen. Er hat anscheinend in die tieferen Schichten des Anzugs so eine Art Notfallroutine eingebaut. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Nehmen Sie den FDR und kommen Sie rauf ins Labor. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bleiben kann. Beeilen Sie sich, Mann! Hören Sie, Cell hat überall entlang des FDR Freeway Kontrollpunkte eingerichtet. Ich höre Ihren Funk ab und anscheinend leitet Lockhart die Operation da unten persönlich. Er muss in der Nähe sein, Prophet. Halten Sie den Ball flach. Bringe Xenogewebeprobe zu Gurt. Finde einen Weg auf den FDR Freeway. Der Befehl lautet, ihn zu erledigen. Wenn das geschafft ist, können wir über Bürgerrechte plaudern. Lebend wäre nützlicher. Ja? Nützlich für wen? Der Kerl hat gerade ein paar Dutzend meiner Männer massakriert, Miss Strickland. Ich gehe kein weiteres Risiko ein. Prophet muss sterben. Hargreave kann dann mit seiner Leiche spielen. Hargreave will den Anzug und den kriegt er auch. Das wird ihm nicht gefallen. Und soweit ich mich erinnern kann, arbeiten wir Sie beide irren sich, für Miss Strickland. Ihn. Sie arbeiten für ihn.
Ich unterstehe dem Vorstand von Cell und dem Verteidigungsministerium. Mir ist scheißegal, was einem zivilen Aktionär wie Hargreave gefällt oder nicht. Hauptaktionär und ehemaliger Präsident des Direktoriums von Crime. Sie sollten vorsichtig sein, wen Sie sich zum Feind machen, Lockhart. Das Gespräch ist beendet. Optionen verfügbar. Und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir hier, bis Lockhart uns was anderes sagt. Ja klar, bis Ihre Hoheit Sonderberaterin Tara Strickland uns was sagt, Mann. Ich nehme von dieser Schlampe keine Befehle an. Oh, nicht? Lockhart anscheinend schon. Den Teufel tut er. Alles okay, keine Ziele in Sicht. Prophet, ich registriere hier jede Menge Cell-Aktivität. Wenn Sie das Labor finden, haben wir beide verloren. Sie müssen sich beeilen. Folgen Sie einfach dem FDR, bis Sie zum Harbor Lightspear kommen. Folge dem FDR nach Norden. Braun 7, hier ist Azur 1. Ziel ist zu Fuß nordöstlich entlang des FDR unterwegs. Koordinaten Delta 7-9. Können Sie ihn abfangen? Hier ist Braun 7 auf der Manhattan Bridge. Sind an ihm dran. Er ist Geschichte. Braun 7, hier ist Tara Strickland auf Overside. Unser Einsatzziel ist Fangen und Verhören. Tötungsbefehl ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Bestätigen Sie diese Anweisung. Scheiß Krach! Der Drecksgel hat die halbe Kobalt-Sektion erledigt. Er stirbt hier und jetzt. Oh mein Gott! Was ist das? Erdbeben! Oh, Scheiße! Wasser an der Straße! Los! Los! Mann, Sie leben noch, Gott sei Dank. Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Crynet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Okay, gut, Sie sind da. Ich schicke Ihnen den Aufzug runter. Sie würden nicht glauben, was für eine Scheiße in den letzten 24 Stunden abgegangen ist. Barclays Männer gehen Uptown gerade unter. Und überall sonst wird Crynet zerlegt. Chaos, Mann! Prophet! Bin ich froh, dass Sie da sind. Die Warterei macht mich total nervös. Kommen Sie schnell rein! Und dann die Türen wieder zu!
Die Scheiße, die sie an der Absturzstelle absorbiert haben, hat die Systeme des Anzugs wie eine Flipperkugel zum Leuchten gebracht. Eindeutig viral, dieselbe Struktur wie Nanogewebe. Hargreave muss verrückt sein, damit rumzuspielen, als wäre es Kevlar. Hier drüben. Habe eine Mulde aufgebaut, genau wie die auf der Insel, nur nicht so leistungsstark. Wir werden sie mal durchchecken. So, ja. Tara Strickland, Mann. Tochter von Sie wissen schon. Ganz schön üble Scheiße, was? Und Hargreave? Na, wer weiß schon, was bei dem im Kopf vorgeht. Verbindung eingerichtet. Bitte warten. Systeme online. Initialisierung abgeschlossen. Speicherzugriff. Nanoprotokolle aktiviert. Seltsam. Premiersystem. Das ist nicht. Warten Sie. Sie sind nicht Prophet. Was ist das? Wer sind Sie? Hat Hargreave Sie geschickt und. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Ein letzter Wunsch. Wer lässt mich nicht einfach gehen? Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihnen den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Übertragung abgebrochen. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Herrgott, ich kann nicht mehr. Ich bin kein knallharter Special Ops, wie Sie, die Prophet, war. Ich bin ein Verschwörungsfanatiker, Herrgott. Gott verdammt! Prophet hätte uns rausbringen sollen. Die Marines wollten uns holen. Und jetzt? Wissen die was über Kopffüßer? Blöde Frage, was? Natürlich nicht. Wollen sie die Version für Anfänger? Was uns da draußen in den Arsch tritt, sind Tintenfische. Haben Sie sich je gefragt, was die Azteken und Inkas dachten, als sie zum ersten Mal die Pocken gesehen haben? Ich meine, Sie haben die Spuren doch gesehen. Und das, was Sie tun. Prophet hat immer gesagt, er hätte eine Lösung dafür. Scan abgeschlossen. Das ist unmöglich. Das muss heißen, dass... Alien-Gewebevektor. Okay, aufpassen. Dieser Anzug, er besteht aus einem halborganischen... Nanogewebe, das sich selbst repariert und ist ein Patent der Hargreave Rash Corporation. Ja, der Hargreave. Er hat das Ding entwickelt. Prophet war Special Ops. Hargreave hat ihn für den Anzug rekrutiert, aber er ist desertiert. Er kam zurück, war nicht mehr ganz bei sich. Und dann... Sehen Sie das? Virale Subroutine in den tieferen Schichten des Anzugs, wie ein lebender Code. Und er, ich weiß nicht, als würde er sich selbst neu schreiben, um etwas Neues unterzubringen. Vielleicht eine neue Datensammlung? Meine Vermutung? Was Sie da sehen, ist die Biokodierung für einen Impfstoff. Gegen die Spore. Wir müssen dieses Zeug dekodieren. Hier kann ich das nicht machen. Ich habe die Rechenleistung nicht. Ich müsste... Gott verdammt.
Verdammt, der einzige Ort in New York, wo das ginge, ist Hargreaves Labor auf Roosevelt Island. Das Prism. Und das ist meilenweit Uptown. Es wäre Selbstmord, da jetzt hinzugehen, wo doch überall... Scheiße! Scharfschützen! Scheiße! Scheiße! Ich versiegle die Türen und nehme dann den Notausgang. Sie gehen raus und halten sie auf. Besiege den Zeltrum. Taktische Optionen verfügbar. Maximale Panzerung. Er ist tot. Mann am Boden. Mann am Boden. Ich habe vorhin den Funk von Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstand in der Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nano-Shoot-Mulde mit Tiefenscan-Funktion. Wir müssen uns die tieferen Schichten ihres Anzugs mal ansehen. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt es einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street-Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort. Okay, Ihre Ablenkung hat funktioniert. Sie ziehen Truppen von der Wall Street ab. Das ist unsere Chance. Hören Sie, ich werde über die unteren Ebenen einen Weg hineinfinden. Sie verschaffen sich am besten über das Dach Zugang. Aber beeilen Sie sich. Finde die Nanos zu Tiefenscan-Mulde. Finde einen Weg in die Zellanlage. Er ist hier! Verdammt! Er ist ins Wall Street-Gelände eingedrungen! Wiederhole! Prophet ist in Sektor Alpha eingedrungen! Alle hierher zurück! Sofort! Banner-Boot! Banner-Boot! Tarnfeld aktiviert! Achtung, Sie betreten eine Hochsicherheitszone. Unbefugte werden mit tödlicher Waffengewalt aufgehalten. Oh! Banner-Boot! Banner-Boot! Maximale Panzerung. Smaragd 2, jetzt an Tour 3. Wir sind unterwegs. Sektor Alpha. 8:03. Er ist auf dem Dach. Aufpassen. Roger. Okay, bin in Position. Sie sollten schnell runterkommen. Sie schicken Verstärkung vom Prism. Wir haben nicht viel Zeit. Alcatraz, sieht aus, als wäre der Laden abgeriegelt. Wir werden Sprengladungen brauchen, um reinzukommen. Suchen Sie ein Waffenlager. Sprenge die
Sicherheitstüren auf. Erreiche das Mutantenlabor im Gewölbe. Tarnfeld aktiviert. Alcatraz? Nanosuit 2 verfügte über mehrere sich entwickelnde Biofeedback-Funktionen. Er ist die fortschrittlichste Kampfhardware, die es gibt. Wer damit in die Schlacht zieht, braucht logistische Unterstützung in Realzeit. Und das war mein Job. In der Position bin ich Prophet ziemlich nahe gekommen. Deshalb weiß ich, dass er ein Ziel hatte, als er sie in den Anzug gesteckt hat. Wir müssen sie in die Mulde legen und die tieferen Schichten des Anzugs scannen, um herauszufinden, was dieses Ziel war. Das ist es. Erschießen Sie da drin niemanden, okay? Ich brauche auf jeden Fall technische Hilfe bei der neuen Software für die Mulde. Alles klar? Tun wir es. Los! Erschießen Sie mich nicht. Ich bin niemand. Fahren Sie erst das System hoch. Ich will einen Anzugscan machen. Sicher. Sofort, Mann. Bin schon dabei. Aber bitte nicht... Nano-Protokolle aktiviert. Scanne Primärsystem. Oh, unglaublich, Mann. Ballistisches Trauma in Herz und beiden Lungen. Die rechte Herzkammer hat den meisten Schaden abgekriegt. Lungenriss an mehreren Stellen. Gebrochene Rippen überall. Sie können sich's aussuchen. Zerschmettertes Brustbein. Lungenquetschungen. Weitere ballistische Traumata in Sternum, Brust und Lendenwirbeln. Er ist ein wandelnder Leichnam. Ohne den Anzug, sehen Sie. Er scheint in die Wunden hineinzuwachsen. Also gut. Er verschmilzt mit dem Gewebe. Konzentrieren Sie sich auf die tiefen Schichten des Anzugs, bis rein ins Substrat. Irgendwas geht da drinnen vor. Eine Art additive Datensammlung. Ja. Öffne Dämpfungsraum. Bereite Tiefenscan. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Scan. Das Schicksal ist ein falsches Schloss. Die Systeme! Los, jetzt gibt es kein Zurück. Das ist eine Übertragung, Mann. Er sendet irgendwelche Signale. Oh, Scheiße! Suchen meine Männer die ganze Downtown-Marine ab, Blechdose. Und sie liegen schon gefesselt hier. Ja, so gründlich gefesselt, da muss er nicht mal mehr tot sein. Stimmt? Ja, klar. Commander Lockhart, Sie können wegtreten.
Hoch mit ihm! Terra Strickland! Nathan Gould. Immer ein Vergnügen. Behalten Sie ihn im Auge. Wenn er Ärger macht, nicht zu sehr verletzt. Wir müssen ihn noch verhören. Sie schalten ihn besser ab, bevor Sie ihn aus dem Ding rauslassen. Aber gerne. Nur damit Sie es wissen, Prophet. Sie gehen langsam und sind brav. Ich halte Ihnen das den ganzen Weg nach draußen ans Ohr. Wenn Sie Ärger machen, blase ich Ihnen den Schädel weg. Aufstehen! Keine Spielchen, Prophet. Aufstehen und los! Was ist denn gut? Ich dachte, es würde Sie freuen, dass die große, böse Weltverschwörung Sie endlich in den Arsch speist. Los, Mann! Herr Gott, Terra. Wenn Ihr Vater Sie jetzt sehen könnte, im Dienste dieser Arschlöcher. Nun, ja, mein Vater ist tot. Und jetzt halten Sie Ihr Maul! Halten Sie sich für so schlau, Terra? Sie wissen, dass das nicht Prophet ist, stimmt's? Er ist nur ein... Was zum Teufel ist das? Seismische Aktivität. Haben alle Sturm ein! Raus! Raus, verdammt! Sie haben sie gehört, Mann! Los! Hab ich dich, Blechdose! Schaffen Sie ihn rüber zum Prism! Bringen Sie ihn rein! Er ist jetzt Hargreaves Problem!
Fluchtweg wird berechnet. Wegpunkt aktualisiert. Tarnfeld aktiviert. Infizierung isoliert. Neustart der Kernfunktionen. Aliengewebevektor isoliert. In Tiefenschicht gespeichert. Verarbeitet. Nanoformanalyse wird durchgeführt. Kompatibilitätsregistrierung eingeleitet. Verarbeitet. Erstelle Profil. Brauchbarkeitsbewertung des Nano-Analysators wird durchgeführt. Verarbeite. Der Linkstrahleinsatz bleibt offiziell eine Geheimoperation der USA. Sie werden da draußen meine Augen und Ohren sein, Prophet. Halten Sie Ihr Team am Leben. Ich verstehe diese Form von Loyalität. Ich unterstütze Sie sogar. Aber Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen Sie Proben. Falls nicht, kommen Sie einfach lebend zurück und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende, die Nanosysteme, aber wir alle leben nur mit geborgter Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich unsere Haut macht. Systemwiederherstellung. Essstoffe isoliert. Basisfunktionen gestört. Leite primäre Energiesysteme um. Bitte warten. Also, ich kriege nur einen schwachen Feed von Ihrem Anzug. Aber im Moment muss das reichen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Jack Hargreave. Zu Ihren Diensten. Nathan Gould hat meinen Namen mit Sicherheit erwähnt. Aber vermutlich hat er nichts Gutes über mich zu sagen gehabt. Aber jetzt haben wir Dringlicheres zu tun. Wir müssen Sie bewaffnen. Und auf den neuesten Stand bringen. So. Sie stehen jetzt ganz in der Nähe des kranken, bürokratischen Herzens dieser Stadt. Aber dass alle Politiker ausgeflogen wurden, hat es nicht besser gemacht. Denn was sie ersetzt hat, ist leider genauso schlimm. Aber Sie müssen mir nicht glauben. Warum sollten Sie auch? Vertrauen muss man sich verdienen. Sehen Sie sich selbst an. Ich lotse Sie so gut ich kann. Aber in dieses dreckige, kranke Herz müssen Sie selber runtersteigen. Es gibt da drin etwas, das Sie brauchen werden. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren.
Finde den Eingang zum Hive. Kämpfe dich über die Plaza. Virenscanner sind im Betrieb. Bürger mit Symptomen einer Ansteckung werden mit ihrer eigenen Sicherheit sexuelle medizinische Behandlung in Kennen. Die Notevakuierung im Gange. Er hat Kinder genommen. Meine Kinder. Einfach so. Mir geht's gut. Mit mir ist alles in Ordnung. Ich werde wieder gesund. Ja, sagen die Ärzte. Aber er hat sie mitgenommen. Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status geziemt. Aufräumen. Das erfordert Genialität. Denken Sie an die Rinderkrise in Argentinien vor 2 Jahren oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrottenden Leichen? Nun, die Seth haben dafür eine ganz eigene Lösung entwickelt. Sie löschen uns aus. Sie lösen uns auf. Und dabei reduzieren sie die Umweltbelastung praktisch auf null. Vorbildlich. Tarnfeld aktiviert. Bricht das Inserat aus durch. Ja, denn das ist alles Teil desselben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Abstoßend? Ja, aber auch faszinierend.
wird aktiviert. Hier ist Radio Free Manhattan. Wollt ihr wissen, was der Mann jetzt vorhat? Es reicht ihm nicht, unsere Stadt mit steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam aber sicher... Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Lockharts Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angedockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Tarnfeld aktiviert. Sehen Sie sich um, Alcatraz. Diese Ökologie. Wollten Sie je einen fremden Planeten besuchen? Näher ran werden Sie wohl kaum kommen, wenn wir nur mehr Zeit hätten. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Greife den Kern des Hive an. Finde Reeves und sein Team. Hier ist Radio Free Manhattan.
für alle, die immer noch in dieser zerstörten Stadt ausharren. Ich habe einen Hochbogen für euch. Oder zumindest sowas Ähnliches. In einem brandaktuellen und völlig erstaunlichen Anfall von gesundem Menschenverstand wurde Cell das Mandat für New York entzogen. Meine Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Scan-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Feeds, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen, der Sporenkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporensilo. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Taktische Optionen verfügbar. Toll, was? Wie ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenpaaren her. Das scheint zu funktionieren. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Aktiviert.
Gut. Sie kriegen den gewünschten Effekt, aber Sie müssen sich beeilen. Die Idioten im Pentagon werden in Kürze handeln. Verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Nanospuren, Infizierung, Filterung, Zugangsinterface. Ausgezeichnet. Erkennung, Kommunikation, Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Stand als erwartet. Sie sollten... Entschuldigen Sie mich bitte. Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts wie raus da. Ich habe einen Helikopter geschickt, aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position. Schnell! Ja.
Genau so. Die Barriere ist unten. Laufen Sie, Alcatraz. Sie müssen da lebend raus. Sie und der Anzug sind unsere einzige Hoffnung. Er muss hier irgendwo sein. Ja, wenn dieses Ortungsgerät von Ghoul tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist? Scheiß Pentagon, ist denn das zu glauben? Ruhe, Marie! Wir haben den Weg. Da! Da drüben! Feinde! Help the crash! Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Was ist mit ihm geschehen? Hübscher Anzug, Mann. Von der Fifth Avenue. Waren Sie etwa ohne mich einkaufen? Los, wir müssen irgendwo hin, wo es sicher ist. Wir sind hier leichte Beute. Ja, ohne Scheiß, Mann. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Auf Übersicht achten. Taktische Optionen verfügbar. An alle Einheiten! Hier ist Charlie Command! Sammelpunkt wird angegriffen! Wir brauchen sofort Unterstützung! Verstanden, Charlie. Wir sind unterwegs. In der Zwischenzeit wird unser Späher zu Ihnen stoßen. Rufname Alcatraz. Er wird jede Minute eintreffen. Delta Company hier zu Club 7. Nähere mich der LZ. Bereithalten für Luftevakuierung zum Terminal. Machen wir es kurz und schmerzlos, Gentlemen. Verstanden. Club 7, folgen Sie unserem Rauch. Nicht schießen! Er ist auf unserer Seite! Hey, Anzugtyp! Hier entlang! Bewegung! Okay, das war's! Alle zurück zur LZ! Bewegung! Bewegung! Scheiße! Was ist das? Landungsschiffe im Anflug! Vorsicht! Gehen Sie bei dem Bus in Deckung! Los! Los! Es tut! Tango am Boden! Es tut! Mollus! Es tut! Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Verstanden, Chino. Ihr habt ihn gehört. Bereit machen, Leute. Alcatraz, ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore.
gibt ihr auf Nanoebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der Seth. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Landungsschiffe im Anflug! Stellung halten und alle erledigen! Das Gebiet muss gesichert werden! Sie kommen aus dem Park! Schön, dass Sie es geschafft haben. Los, wir müssen zur Central Station. Alcatraz, hoffentlich erreiche ich damit auch Ihre Kameraden. Ich leite dieses Signal von Ihrem Anzug auf Ihre Funkgeräte um. Zum Teufel ist das? Mein Name ist Jacob Hargreave. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass der Anzug von Alcatraz sich gerade zu einer mächtigen Biowaffe gegen die feindlichen Aliens entwickelt. Aber um diesen Prozess abzuschließen, ist ein Stabilisator erforderlich. Alcatraz, Sie müssen sofort zum Hargreave-Rash-Gebäude. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Nehmen Sie Ihre Kollegen mit, sie werden Ihre Hilfe brauchen. Bitte beeilen Sie sich alle. Die Seth werden nicht auf uns warten. Das Hargreave-Rash-Gebäude. Aber der Haupteingang ist wegen Schutt unpassierbar und das Gebäude ist abgeriegelt. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten sie bis ins Erdgeschoss raufkommen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel oben im 11. Stock. Es gibt im Moment zwar keinen Zugang zu Aufzug und Treppenhaus, aber am Sicherheitspult in der Lobby können sie einen Systemneustart veranlassen.
Sie müssen sich beeilen. Das Hargreave-Rash-Gebäude ist gleich hier entlang. Langsam, aber stetig, Leute. Los! Infiltriere das Hargreave-Rash-Gebäude. Folge Chino. Okay, das Gebäude ist abgeriegelt. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Führe mit den Bioreparaturprotokoll ein Upgrade am Nanosuit durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Ich sagte, Feuer einstellen. Sicher mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Erledigen Sie ihn, Gentlemen! Mit aller Gewalt! Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat! Was machen Sie da, Lockhart? Ich mache, was das Direktorium von Trinet schon vor 3 Jahren hätte tun sollen, alter Mann! Ich ziehe Ihren Cyborg-Träumen den Stecker raus! Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Lockhart. Sie Idiot! Glauben Sie, Sie können sich vor der Zukunft verstecken? Wir haben keine Wahl! Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Jagd, Hargreave. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es will Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich habe hier das Kommando. Geben Sie auf!
Panzer am Boden! Okay, Alcatraz. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus neu starten. Alcatraz, falls Sie mich hören, also es tut mir leid, wir können hier nicht bleiben. Ich wiederhole, wir können nicht bleiben. Ziehen uns zur Central Station zurück. Kommen Sie dahin, falls möglich. Wir werden Sie brauchen. Was für ein verdammter Dreck. Eine Palastrevolution gerade jetzt. Diese Idioten. Okay, Alcatraz, verschwinden Sie von dort. Ich kümmere mich jetzt um Lockhart. Wir unterhalten uns auch noch. Ohren zuhalten! Geräusch blockiert! Delta 6, halten Sie die Stellung. Wir kommen. Keine Wirkung beim Ziel! Dauerfeuer! Machen Sie den Pistol fertig!
nach Überlebenden suchen. Sie haben 15 Minuten, höchstens. Hey, Anzugtyp, hierher! Sind Sie der Typ, von dem Chino geredet hat? Ich weiß nicht, wer oder was Sie sind. Sind Sie getroffen? Aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Wir könnten Sie jetzt in der Central Station brauchen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus! Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barclay wartet auf Sie. Hier entlang. Oh, verdammt. Können die gar nichts tun. Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Das ist nicht möglich. Hier fährt die Inspektion der Fahrt rein. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Mich erschießen? Nein, das ist zu wenig, Sir. Aber wir haben Quarantäne. Bitte stillhalten, Sir. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Dr. Gould, ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ja, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben, mir Mann. Einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorne schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten.
Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort soweit einen wir Angriff wissen, auf Roosevelt Island vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Verdammt! Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen. Ich hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Schlag den Surfangriff zurück. Na los, markieren, ja? Schnell! Thank you.
sofortige Evakuierung. Durchhalten, Alpha! Hilfe ist unterwegs! Wir kriegen Besuch! Bringt sie uns hier raus! Oh, Scheiße! Alles kommt rein! Wir müssen hier rein! Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Begeben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Verteidigung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Mein Einsatz. Es wird eng, aber diesmal kriegen wir alle raus. Roger. Was zum Teufel ist das? Zyklop 4, Achtung! Wir haben stabile. Die ziehen sich zurück! Mann! Was zum Teufel? Wir müssen hier raus! Sofort! Zyklop 4, können Sie noch warten? Wir sind bereit zur Evakuierung. Sie müssen. Colonel Buckley, ich muss Ihnen davon wirklich abraten. Wer sind Sie? Jack Hargreave. Colonel, jetzt ist wirklich keine... Das ist ein Militärkanal. Zeit für Höflichkeiten. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits Ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und Ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt. Zyklop 4, halt! Zurück auf Operationshöhe. Roger. Danke, Colonel. Alcatraz, der Speer soll weitere Sporen verbreiten, aber das System lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im H11. Sabotiere den Bärenspeer. Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze, in etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Okay. Einen kleinen Moment nur. Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist wie geplant. Zyklop 4, landen Sie und nehmen Sie uns auf. Verstanden. Wir gehen runter. Speer, Alcatraz. Achten Sie auf den Speer. Roger.
zum Teufel machen Sie immer noch in der Stadt? Sie sollten evakuiert werden. Glauben Sie, wir hätten es nicht versucht? Sie haben uns überrannt und den Scheißzug zum Entgleisen gebracht, auf halber Strecke nach Harlem. Hören Sie mir jetzt zu? Wir müssen zum Prism. Das ist die einzige Hoffnung. Wenn es Antworten gibt, dann hat sie Hargreave. Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen. Bis dahin schaffe ich's nie. Wir mussten schon ziemlich viel einstecken. Ich habe mehrere Risse in den Treibstoffleitungen und im Tank auf. Wir bluten aus wie ein abgestochenes Schwein. Ich muss sie direkt am Südende absetzen. Tut mir leid. Okay. Anschnallen und Ausrüstung verstauen. Wir werfen diesen Typen aus dem Senkrechtstarter. Sie haben die Scheiße. Bereit? Absprung in Kürze. Ich gehe so tief wie möglich, aber wir fliegen nur noch mit Dämpfen, also Beeilung. Zu mir kommen, Alcatraz. Aber Sie müssen vorsichtig vorgehen. Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert. Ich lotse sie so gut ich kann. Aber meine Sicht ist, nun, sagen wir, ziemlich eingeschränkt. Infiltriere Roosevelt Island, je nach Norden Richtung Prism. Melden Sie sich. Au! Tarnfeld aktiviert. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Alcatraz. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn sie wie geplant losgeht, grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Erreiche die Trafostation. Glauben Sie nicht, der Typ taucht auf? Irgendwie hoffe ich sogar darauf. Ich langweile mich hier fast zu Tode. Verschwenden unsere Zeit mit diesem Nano-Suit-Typ. Wir sollten uns um die Seth kümmern, nicht um eine entsprungene Laborratte. Erzählen Sie das Lockhart. Das ist für... Hören Sie mich?
Lockhart weiß es zwar nicht, aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Und die ist bald überlastet. Wenn sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Leite die Energie um und deaktiviere die EMP-Falle. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Ausgezeichnet. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Verlasse die Trafostation. Dürfte interessant werden. Das ist es, Gentlemen. Wir haben ihn. Schalter umlegen. Explosion bestätigt. Öffne innere Tür. Innere Tür aktiviert. Es geht los. Sobald Sie Sichtkontakt haben, meine Herren, erledigen Sie ihn. Wir gehen diesmal kein Risiko ein. Ich will von dem Anzug nur noch Schrott sehen. Alcatraz, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockharts Position. Los! Los jetzt! Verstanden! Umschalten auf vollautomatisch! Achtung auf Querschläger! Etwas Platz lassen! Eliminiere Commander Lockhart! Was zum Teufel ist da draußen los, Gelb-6? Komm! Spür sie da raus! Gelb-10, Achtung! Ziel ist möglicherweise an ihrer linken Flanke. Vermutlich unbeschädigt. EMP war anscheinend wirkungslos. Ich wiederhole, EMP wirkungslos. Bereit machen zum Angriffen! Agree! Muss ich denn alles selber machen? Ihr seid Elite-Soldaten. Ihr habt Ausrüstung. Hat mal jemand die Eier und legt diesen Blecharsch um? Ich hab sie gewarnt, Lockhart. Ich sagte, sie sind hier nicht gewachsen. Ihr kleines Machtspiel ist vorbei. Sie sind der nächste Reiter, Mann. Wenn ich mit dem Arsch im Anzug fertig bin, sind sie fertig. Nicht mit Hausarbeit. Ich schlage ihnen das senile Hirn raus. Bessere Männer als Sie haben das Rüstung. Ihre Vorstellung übersteigt. Ah!
Leck mich, Blechdose! Gute Arbeit. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prism. Rüber da, so schnell wie möglich. Betritt die Prism-Anlage und finde Hargreaves. Verstanden. Dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendiges Opfer. Sie haben es belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Seth kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Zellulare Überladung.
Schluss mit der Scheiße. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlebt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Profit und Gold rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Taktische Optionen verfügbar. Townsend aktiviert, finde und exfiltriere Hargreave. Finde Jacob Hargreave und stelle ihn. So, da sind sie. Theseus, endlich. Willkommen. Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Schockiert? Ich wäre es. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt,
Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Raus da, Alcatraz! Nein, Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Nehmen Sie sie. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht, was Sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es Ihnen denn verdenken? Ah, die Engel des Todes. Endlich. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Alcatraz! Ja, das war's! Los! Los! Retten Sie uns alle! Hier spricht Jacob Hargreaves, ein Halle-Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Subjekt Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Taktische Optionen verfügbar. Alcatraz, das Dach ist zerstört. Da oben ist nichts mehr zum Fliegen. Ich bin unterwegs zum Greensboro-Rüttel. Wir treffen uns auf der anderen Seite, falls möglich. Hören Sie, Alcatraz? Hargreaves hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Los, hier entlang! Los, los, los! Die Brücke ist nicht sicher, Mann! Es ist nirgends sicher! Weiter, weiter! Die ganze Insel ist in allen Richtungen. Wir werden 3 Minuten durch Explosionen versiegelt. Wir müssen das Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Verschwenden Sie keine Zeit, Alcatraz! Über die Brücke! Alle Rüstungseinrichtungen werden in 1 Minute durch Explosionen versiegelt. Wir richten das Angestellte.
Kompatibilitätsregistrierung abgeschlossen. Brauchbarkeitsbewertung des Nanokatalysators abgeschlossen. 100%. Tunguska-Iteration installiert. Alle Systeme online. Einsatzbereit. Okay, so gefällt mir das. Und jetzt Bewegung, Marine. Wir machen einen Spaziergang im Park. Sagen? Gut, jetzt mal halblang wirklich. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Chino, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das Chino, ist er. Zurück zu den Fahrzeugen. Wir haben ihn. Hier drüben. Hier lang, hierher. Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. So. Bye-bye, Hargreave. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ach, schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die Seth-Struktur im Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz! Mann, Sie haben es geschafft! Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland, im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, wir folgen. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Sie wollen einen taktischen Nuklearsprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Betrachten das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Fokus an! Los! Halten Sie den Kanal, wir können mal sehen, was wir tun können. Wir haben Läufer. 9 Uhr! Verdammt, wir sind so explodiert! Wir sind überall! Los!
Oh, Scheiße! Harvey, Mann! Los! Noch mehr Läufer! Mach sie kalt! Oh, Scheiße! Fahrzeug getroffen! Alcatraz! Alcatraz, kommen! Verdammt, wo ist sein Signal? Alcatraz, falls Sie mich hören, ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Die Seth kommen überall aus dem Gebälk. Ich versuche, Bartley zu erreichen. Kämpfe dich durch das Gebäude und stoße wieder zum Team. Tarnfeld aktiviert. Taktische Optionen verfügbar. Bartley, wo bleibt meine Luftunterstützung? Wir wurden hier eingekesselt. Ein Schiff mit Luftbodenraketen ist von McGuire aus zu ihrer Position unterwegs. Aber irgendein Funkverkehr der Seth stört die Frequenzen. Der Pilot braucht Hilfe bei der Zielerfassung. Ist Alcatraz bei Ihnen? Alcatraz, suchen Sie sich eine erhöhte Position. Luftunterstützung kommt. Was zum Teufel war das gerade? Wir empfangen massive seismische Aktivität mit Vektor 7. Sir, Sie werden es nicht glauben. Der gesamte Park hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgeflogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung. So viel Sie entbehren können, Sir. Verstanden, Miss Strickland. Ich tue, was ich kann. Gott schütze Sie. Ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben. Sie sollten sich beeilen. Skorpion 1, nähere mich. Hier, Skorpion 3, nähere mich dem Plateau. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Unglaublich.
wie möglich. Alcatraz, Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Sobald Sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Glauben Sie wirklich, das wird funktionieren, Ruth? Gehen Sie lieber das Risiko mit der Atombombe ein? Das ist unser einziger Versuch. Keine Chance, dass wir da nah rankommen. Zum Landen ist der Boden zu instabil. Und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Näher geht's nicht. Also gut, Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Alcatraz, wir sind immer noch hier. Der Anzugfeed steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Ich sehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Gekommen, das Ding ist. Alcatraz, hören Sie. Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Lito-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Könnte sich jederzeit lösen. Wir müssen auf Belastungsrisse achten. Da, sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, er weiß es gut. Sie, Alcatraz, wir haben nicht viel Zeit. Was immer Sie da im Hive gemacht haben, machen Sie es nochmal. Viel Glück, Mann. Analyse abgeschlossen. Wegpunkte aktualisiert. Taktische Optionen verfügbar. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an Ihnen dran. Tarnfeld aktiviert 25%.
Hören Sie, Alcatraz. Die Spore ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Sie müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen. Reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da. Direkt vor mir. Und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment. Ich optimiere den Film. Besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet.